Muss ich runter? Ich denke, ich muss runter, oder? Oh, ich hätte gar nicht. Okay. Egal. Assassino! Katsu. Um dich kümmere ich mich später. Sicher? Mein Freund. Nein, das war jetzt nicht so geplant, aber naja, egal. Scheiß drauf. Vier Minuten Zeit. Okay, ich brauch die hier. Jetzt stirbst du. Gilde nicht verfügbar. Warum das? Fast ihn. Oh mein Gott. Ich bin richtig. Und ich hab's sogar geschafft. Komm her. Sehr gut. Und weg sind sie. Interagieren wir. Oder? Ja, ich denke schon. Ihr! Sucht ihr danach? Es ist vorbei, Assassino. Euer Leben ist verwirkt. Wache! 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 Der Edenapfel mit dem Edensplitter aus dem Vatikan entkommen. Kann er keine Gesundheit verlieren. Oh, das wird echt scheiße. Oh Gott, oh Gott. Ja, das schaffe ich nicht. Ich darf keine Gesundheit verlieren. Thank you.
Ah, okay, ich hab schon verkackt. Jetzt habe ich schon Gesundheit verloren, jetzt kann ich auch den Apfel einsetzen, denke ich. Oh, und er fällt. Ah, Gesundheit habe ich ja. Stimmt, ich kann mich ja auch nicht so regenerieren. Hast recht, stimmt. Stimmt ja. Oh Gott. Wieso klappt das denn nicht? Auf die Dächer, am besten auf die Dächer. Auf ihn! Oh Gott, das wollte ich gar nicht. Meine Brüder werden nicht. Ich sollte mal aus dem Gebiet fliehen, das ist eigentlich das, was ich machen sollte. Und es gibt nur einen Weg hier raus, ich sag mal hierhin. Auch wenn ich schwimmen muss. Nämlich die krasse Musik und ich habe den Innapfel, das heißt, ich kann nichts anderes benutzen. Ich erstmal aus dem Gebiet fliehen. Sehr gut, geschafft. Rom, August 1503. Rodrigo Borgia ist tot. Und Cesare? Vergiftet, doch er lebt. Wir dürfen nicht zulassen, dass er seine übrigen Anhänger sammelt. Die nächsten Wochen entscheiden. Mit eurer Hilfe werde ich ihn finden und töten. Meine Männer überwachen die Stadt, doch brauchen wir ein Heer. Wir haben eins. Demilitarisierung. Cesares römische Armee vernichten, damit er keine Unterstützung für einen Gegenangriff findet. Alles klar. Jetzt können wir ein bisschen mit dem Apfel spielen. Bisschen Leute, naja, mindblowing machen, weißt du? Also, ne? Bisschen, ne? Also, wird schon. Ich bin natürlich gesucht. Klar. Aber naja, was soll man machen, ne? Ihr müsst sie finden. Die sind überall und nirgends gleichzeitig. Mir ist egal, wie ihr es anstellt. Wir schaffen es nicht alleine, Signore. Ihr müsst uns helfen. Ich bin krank, ihr Idioten! Micheletto wird bald mit meinem Heer kommen. Und dann seht ihr, wie schnell die Assassini fallen. Ihr täuscht euch, Cesare. Wache! Oh, was ist das für ein Zauber? Bitte, Herr, was
verschont mich! Wie kann das sein? Oh Gott. Und ich fall wieder hin. Erstmal nachher wieder Rede generieren. Oh oh. Ich sterbe. Ich sterbe. Ja, und ich bin wieder voll. Gut. Was ist mit denen denn los? So, stirb doch endlich mal. So, endlich bist du auch tot und jetzt kommt er da hinten noch. Meine Fresse, die stören mir aber echt. Nicht in meiner Schicht. Checkpoint erreicht, sehr gut. Demilitarisierung, genau. Rom, September 1503. Ein Kardinal verriet unter Stress, dass Cesare sich mit loyalen Templern auf dem Lande treffen will. Der Kardinal bricht heute zu dem Treffen auf. Ich werde ihm folgen. Rot sehen. Cesares Treffen mit dem Kardinal auflösen, damit er sich nicht erfolgreich um Hilfe bitten kann. Meine ich natürlich, ist auch ganz klar. Ich suche gerade, wo der Kardinal ist.
So. Geh ruhig weiter, mein Freund. Helft mir und ich erobere Rom zurück. Wir kamen überein, Della Rovere zum Papst zu wählen. Tut uns leid. Ich zahlte für eure Stimmen. Roma ist nicht mehr, was es einst war. Die Borgia-Geldquelle ist versiegt. Das werdet ihr noch bereuen! Assassino! Lauft! Gedungene Männer versprechen euch ihr Blut, aber sobald ihr sie braucht, wenden sie sich gegen euch. Wache! Pack jetzt! Bewegung! Kommen alle zusammen. Yes, das Kreuz, ne? Ja, jetzt hab ich dich. Jungs, komm. Ein paar Assassinen gerufen. Damit die Party besser wird, weißt du? Was in dir steckt. Unsere Assassinen sind geschützt, anscheinend dagegen. Nein, tut das nicht! Bitte haltet ein! Ich habe etwas Angst vor dem Tod. Was ist denn los? Rot sehen, ja, ich sehe alles rot.